herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Uppala. Auf dem Weg zum Metzger. Und heute ist auch Tag der Entscheidung, ob wir den Hacker kriegen oder ob sich da noch jemand gemeldet hat, der den auch haben möchte. Es ist erstmal die Frage, ob wir hier ordentlich rumkommen. Weil der Trailer die Achse so weit hinten hat. Volker Varuna, hallo. Hallo, hier ist der Neumann. Ja. Hast du Hackschnitzel? Wie viel? Ja, schon ein bisschen was für meine Düngerproduktion. Ich warte gerade auf die Entscheidung, ob der Hacker in meinen Besitz übergeht oder nicht. Okay. Dann hätte ich auf jeden Fall welche. Ansonsten ist es gerade eher schwierig. Okay. Also ich kann mich nochmal melden. Der Jürgen müsste sich spätestens morgen melden. Gott, komme ich hier überhaupt rein? Okay. Ja, der wird sich morgen melden. Und dann würde die Produktion ausstatten. Okay, dann ruf mich einfach an. Jo, mach ich. Warte mal, kannst du dann selber abholen oder wie machen wir das? Ich könnte dann auch selber abholen. Also wenn es so ist, hätte ich sogar eine kleine Menge wahrscheinlich schon da. 10.000 Liter hätte ich da. Ich glaube, dann warte ich noch ein bisschen. Okay. Ein bisschen mehr da ist. Ja, weil was ist denn ein bisschen mehr? Joa, die Produktion nimmt insgesamt 100.000 Liter an, also schon so 40.000, 50.000. So. Okay, gut, dann weiß ich, wenn das vorrätig ist, dann rufe ich dich an. Okay, danke. Jo, dann. Gut. Schönen Tag noch. Danke auch. Bis dann. Tschö. So, gut. Okay. Oh, vor allem brauche ich dann ja auch wieder... brauche ich ja dann auch wieder einen Dings da hier. Einen Wald. Ula. Oh Gott, jetzt fängt wieder dieser Stress an, ey. Was machen wir jetzt zuerst? Ich glaube, ich gehe jetzt erst... Ich brauche ja erst einen Wald. Oder ich hole mir aus dem... Vielleicht kann ich da oben bei mir, bei den Produktionen, doch noch ein paar Bäume kappen. Wobei halt Risiko ist, dass man dann einen Ausfall haben, wenn da irgendwas schief fällt. Oder ich guck mal, vielleicht bei mir am Feld, ob ich da was... fällen kann. Gut. Okay.
Dann gucken wir erstmal bei mir am Feld. Der hier Rüben reingeschmissen. Okay, der hat noch ein bisschen bis zum Service. Weil ich würde gern zur Vertragsunterzeichnung des Holzhackers, würde ich gern direkt mit Stämmen vorbeikommen. Dass ich den direkt in Betrieb nehmen kann. Das wäre das Optimale. Hallo, was ist denn los? Deshalb muss ich gerade auch unbedingt noch das Geld zusammenhalten. Die 75.000 für den Hacker, die müssen bei rumspringen. Und wenn der dann 50.000 Hackschnitzel kauft für 100, 50.000, ja, wären immerhin 5.000, dann kriegt er nur noch 500. Ist auch gut. Hola, die Waldfee. Uiuiui. Bald bin ich Zweiradprofi. Folge war ohne, hallo? Moin. Hi. Wollen Sachen kaufen jetzt? Hat sich keiner gemeldet? Nee. Gut, dann überweise ich gleich. Sag's mir halt, was du da kriegst. Jo. 5.000 an mich und 7.000 an die Gemeinde. Okay, Moment. Jetzt strahlst du direkt ein. Gemeinde als erstes. Ja. Ja. Jo. Und 5.000 noch. Jo, dann. Danke herzlichen dir. Glückwunsch. Jo, kein Thema. Jo. Und viel Spaß. Danke. Jo. Tschüss. Also, warte mal, dann nehmen wir den anderen Träger. Ah, da kriege ich hier noch einen Baum gefällt. Tatsache. Ich brauche halt Bäume. Das nächste, was ich mir anschaffen werde, ist ein Waldgebiet. Da geht auch.
50.000 Hackschnitzel. Da muss ich ein paar Bäume fällen. Ob der hier auch noch geht. Das ist nämlich ein großer. Dann ist nämlich alles gut. Gerade noch mal, dass wir den ungefähr ablenken. Und dann bauen wir den hier. Oh nee, wo habe ich ihn? Ah ja, okay. Huh, jetzt habe ich gerade überlegt, wo ich das Gewicht habe stehen lassen. Ja, ich brauche auf jeden Fall wieder ein Waldgrundstück. Ist die Frage, ob wir da wieder eins pachten. Wäre natürlich deutlich günstiger. Ich glaube, den hier, den schneiden wir in zwei. Hoppa. Na. Kriege ich auch so 50.000 Hackschnitzel zusammen.
Und ich werde, glaube ich, gleich noch gucken, ob ich am Feld irgendwelche Bäume ernten kann. Schieben wir den gerade mal ein bisschen rum. Fest so ein bisschen zumindest. So, das wird schon reichen. Gut, und bringen wir das, wie gesagt, erstmal zum Feld und dann gucken wir mal, ob wir da noch ein, zwei Bäumchen rumkriegen. In diesem Sinne erstmal, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.